Und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within The Executioner. Ja, wir haben die ersten zwei DLC-Parts, sind wir soweit durch, The Assignment and The Consequence. Und heute fangen wir mit dem letzten DLC-Teil an und wir gehen direkt rein. Okay. Wer sind wir? Also sind wir jetzt ein Böser? Weil so wie es aussieht, sind wir böse. Okay. Mobius Direktiv 01. Synchronisation aufbauen. Das letzte Testobjekt wurde erfolgreich eingeführt und die Verknüpfung mit der mit der tresorköpfigen Kreatur wurde verifiziert. Mit Hilfe unserer Trägerwelle sollten Sie nach Restspuren starker Emotionen suchen können. Es werden neue Direktiven zur Platzierung in der Umgebung übertragen. Was auch immer das bedeuten mag. Begib dich zum viktorianischen Anwesen. Ich habe einen dicken Hammer. Ich habe eine Lebensanzeige. Und ich kann Coins einsammeln. 3 Coins. Okay. Was auch immer ich mit diesen Coins machen kann. Aber es ist ja auch mal interessant zu wissen oder zu sehen, mal den bösen Part zu spielen. Anscheinend. Also, wäre jetzt so meine Vermutung, dass wir den spielen. Halt, ne? Der Hammer und so. So, jetzt ist die Frage, auf wen treffen wir? Also, treffen wir jetzt auf Sebastian? Treffen wir auf Kidman? Treffen wir auf Joseph? Treffen wir überhaupt auf jemanden? Oder treffen wir einfach nur auf Ruvik und machen einen epischen Fight hier. Weil möglich ist ja alles. Okay, als erstes treffen wir mal wieder unseren wunderbaren Wirf einen Gegner. Füge einem Gegner so lange Schaden zu, bis er taumelt. Halte ihn dann mit C fest und wirf ihn durch erneutes Drücken mit C. Oh, jetzt kann ich ihn grabbeln, okay. Komm her hier. Tschüss. Hey, was? Exekutieren, füge einen Gegner so lange Schaden zu? Aha, bis ich ihm dann... Okay, bis ich ihm dann... Richtig böse... Dann war jetzt aber mal böse. Aber wir sind anscheinend dieser Safe-Typ. Ja, so ein Safe-Cop auf dem, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen müssen wir denn jetzt alles kämpfen? Müssen wir gegen alle kämpfen? Oder müssen wir nur gegen einen gewissen Teil kämpfen? Suche deine Tochter. Ich suche jetzt meine eigene Tochter. Tagebuch der Tochter. Papa, die Frau Doktor sagte... Du würdest kommen und mir helfen. Wirst du es denn jemals schaffen? Hier wimmelt es nur so von Menschen. Monstern, Entschuldigung. Ich halte es nicht mehr aus.
Hey, bist du meine Tochter? No! Das heißt jetzt was? Kann ich hier irgendwas machen? Waffen und Attribute können, jetzt ernsthaft? Tagebuch der Tochter. Sind diese anderen Leute alle lebendig oder tot? Also, ich verstehe, wie gesagt, noch nicht ganz, worauf das Game jetzt hier zielt, was ich hier zu machen habe. Außer, dass ich Sachen kaputt machen kann. Ich kann auch Attribute verbessern, also ich kann meinen Hammer verbessern und so einen ganzen Kram. Teile kann ich hier auch finden? Okay. Ich habe einen Erinnerungsscanner. Tagebuch der Tochter 3. Ich habe einen Mann gesehen, der die Monster tötet. Ich glaube, ich sollte zu ihm gehen und sehen, was passiert. Vielleicht kennt er ja meinen Vater. Aber ich lasse meine Briefe und Sachen hier, falls mit ihm etwas nicht stimmt. Ich finde die Möbius-Akte. Okay, also ich bin sehr hart verwirrt. Weil ich raff gar nichts. Möbius Direktiv 02. Eliminieren Sie Testsubjekt CB212. In Anführungsstrichen, Mörder. Bei diesem Experiment wird eine Methode der Extraktion aus dem STEM-Umgebung getestet. Sie haben die Aufgabe, Ihre Tochter zu retten, die sich bereits im STEM befindet, indem Sie alle anderen verbundenen Testsubjekte eliminieren. Subjekt CB212, ein verurteilter Mörder, wird vollständig vom STEM kontrolliert. Sein Einfluss nimmt zu und er zerstört die Erinnerungsmuster Ihrer Tochter. Töten Sie CB212 und überprüfen Sie den Zustand des Mädchens. Ergänzende Informationen. Der STEM zersetzt nach und nach die Erinnerung von Testsubjekten und verändert so lange ihre Persönlichkeit und ihr Erscheinungsbild, bis sie vollständig vom STEM kontrolliert werden. Basierend auf den Daten des Ruvik-Zwischenfalls lässt sich ableiten, dass die Ruvik-Entität des STEM-Systems verlassen konnte, indem sie in den Körper des Testsubjekts Leslie Whiters eindrang. Im Rahmen dieses ersten Versuchs soll die durch den STEM hervorgerufene geistige Degenerierung bei einem standardmäßigen Ausstieg abgehoben werden. Bei Übertragung von außen und der Nachverfolgung im STEM können Fehler und Zeitverzögerungen auftreten. Nutzen Sie bei Begegnung mit anderen Entitäten Ihre eigene Urteilsvermögen. Verbindungsstatus 7 Subjekte. Jugendliches Mädchen, Detektiv, Zwilling, verurteilter Mörder, Psychiatriepatient, ehemaliger Soldat, Vater und Vater von jugendlichen Mädchen. Okay. Also wir sind anscheinend der Vater von dem jugendlichen Mädchen. Und müssen jetzt anscheinend gucken, dass wir die anderen Testsubjekte kaputt machen. So, das heißt, also eigentlich ist es ja mehr, das ist ja wirklich mehr so, ich klopp jetzt mal alle nieder, so nach dem Motto. Guck mal, das ist die Tür von CB212. Okay. Transkription, Subjekt CB212, in Anführungsstrichen Mörder. Niemand hat mir gesagt, dass es so sein würde. Zeitindex 01. Diese Wichser sind keine Gegner für mich. Zeitindex 02. Die alte Tante, die mich hier reingebracht hat, hätte sicher mehr zu bieten gehabt. Wer zum Teufel hat ein Kind hier reingesteckt? Ich dachte, es gibt hier nur diese bescheuerten Zombies. Dein Vater ist wer? Wer zum Teufel soll das sein? Was interessiert mich das? Ich habe doch gewusst, dass ich dem kleinen Luna nicht trauen kann, wollte meine Beute mitgehen lassen. Was zum Teufel ist das? Ich höre ein Flüstern in meinem Kopf. Willst du in meinen Kopf eindringen? Glaubst du etwa, du kennst mich? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Wo ist das kleine süße Mädchen hin? Es muss hier irgendwo sein. Jetzt ist mir klar, auf was du aus warst, warum du mich hierher gelockt hast. Meinst du, ich bin deine Laborratte? Meinst du, du hast mich jetzt... Ich mache dich alle kalt. Okay. Sehe ich anders? Eliminiere den Sadisten. Ja, wo ist er denn? Wo ist dieser kleine Sadist? Ja, mach das Äuglein auf. Was können wir jetzt machen? Ganz ernsthaft? So, wo ist der andere? Da ist der andere. Ja, komm her hier. Komm reingerannt. Immer rin hier in die gute Stube, mein Freund. Ja, das würde ich sagen, tat weh. Oh, jetzt kommt der Sadist. Der Sadist hat aber eine lange, lange Lebensleiste.
immer Rinder in die Fräse. Immer rein da, habe ich gesagt. Immer rein da. Der tat aber jetzt weh. Bin ich jetzt ehrlich? Der tat fast wirklich weh. Mit der Kettensäge. So, dann gibt es erstmal hier ein paar Zünglis. Die Kettensäge ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Aha. So, wir gehen jetzt mal weiter und suchen insgesamt unser zweites Objekt. Weil, so wie es aussieht, müssen wir 1, 2, 3, ja, 4 Leute kaputt machen. Insgesamt 5. Ja, komm ja hier. Fängst hier ein paar. So, das erstmal hier. Ins Fressbrett. So sieht's nämlich aus. So, was ist der andere? Was ist der andere? Komm her hier. Renn hier in die Katakombe. Da ist ja noch einer. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz noch ein paar Sachen hier auseinandernehmen. So, du darfst jetzt auch. Und nochmal ins Gesicht getreten. Was ist mit dir passiert? Mein Freund. Mal ruft auf der 5. Will jeder zu einem Monster? Ich war eine Weile mit einem großen Mann unterwegs, der sich verirrt hatte. Er sagte, dass er nicht mehr wüsste, woher er komme. Er redete die ganze Zeit mit seinem Bruder, obwohl man ihn nicht sehen konnte. Nach und nach bekam ich es mit der Angst zu tun, also habe ich ihn verlassen. Er lief mir hinterher und als ich über die Schulter schaute, verwandelte er sich in eines dieser Dinger. Wird es auch mit mir passieren? Hier ist alles so seltsam. Die Zeit von meiner Ankunft hier scheint so lange her zu sein. Okay, also unsere Tochter wird von den ganzen einzelnen Viechern halt gejagt und kaputt gemacht. Was das Ganze natürlich ein bisschen erschwert und sie hat natürlich auch dementsprechend Angst. Ne? Verlorene Kinder. Zeitindex. Mein Bruder. Okay, jetzt haben wir hier den ganzen Zeitindex. Huch. Das wollte ich zwar nicht, aber gut. Eliminiere 10. What? Wer ist denn 10? Ach, er ist es! Ja, lul. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich mache dir ja kaum Schaden, mein Freund. Okay, let's go. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Der Dude ist verdammt. Ist der hier nicht, aber der andere Dude ist verdammt fies. Der macht doch ganz schön Aua. Okay. Leck mich am Arsch, alter Falter. Das war jetzt aber gerade auch eine Tortur. Der höchste Rang für maximale Munition ist jetzt im Laden. Okay. Okay, also wir haben jetzt den zweiten Bösen haben wir jetzt auch durch. Jetzt geht's gegen den Detektiv. Na, da sind wir doch mal gespannt, was da jetzt bei wahrscheinlich Sebastian Castellanos rauskommt. So, was gibt es hier? Hier gibt es erstmal Heilung. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Hier gibt es nochmal sowas und hier kann ich mich nochmal verbessern. Wollen wir uns nochmal verbessern? Wollen wir uns nochmal ein bisschen an Verteidigung ran wagen? Hier nochmal so
Aber wir machen mal fulle Verteidigung. Können wir denn hier irgendwas machen? Ne, hier können wir nichts machen und hier können wir auch nichts machen. Okay, jetzt haben wir wenigstens full equip of Verteidigung. Was ich gut finde. So, damit haben wir hier Detektiv gefunden. Eliminieren Sie Joseph. Oh. Ach, wir eliminieren Joseph. Und gar nicht, Da bist du ja! Olle Sebastian. Hat Joseph nicht eigentlich von Kidman kaputt gemacht? So, was ist denn mit Gear? Brenne ich nieder? Nein! Aber habe ich Joseph fast kaputt gekriegt. Zum ersten Mal, dass ich sterbe. So, Joseph. Hast du auf die Fresse bekommen, würde ich sagen. Nope. Nope. Der tat weh. Ah, Molotov-Cocktails habe ich jetzt. Der höchste Rang der Bewegungsgeschwindigkeit könnte ich jetzt freischalten. Krass. Okay, jetzt haben wir drei Gegner kaputt gemacht. Folge deiner Tochter. Na, dann folgen wir doch mal meiner Tochter. Mal gucken, was passiert. Oder muss ich doch gegen 7 insgesamt kämpfen? Wobei, warte mal, gegen meine Tochter muss ich nicht kämpfen und gegen Dings muss ich nicht kämpfen. Gegen mich selber nicht, logischerweise. Ja, dann sind es ja doch 5. Verdammt. Oder? Ja, ne? Hab ich nicht verzählt. Aber wer bin ich? Also bin ich Sebastian Castellanos und habe meine eigene Tochter dahin gebracht? Aber das macht doch keinen Sinn. Aber wer könnte es denn sonst sein? Tagebuch Tochter 8. Was macht mein Arzt hier? Ich habe gesehen, wie er durch die Halle geht. Ja. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ja gut. Keine Ahnung. Was der Doktor da macht oder gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber wir müssen uns erstmal eine Runde wieder teleportieren, das heißt Köpfchen ab und da hinten wieder auferstehen. Das ist überhaupt nicht eklig. Aber, okay. Ich nehme es mal so mit. Gut, 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 gut. So, hier vorne haben wir nochmal so ein Save Point. Hier haben wir Leslie? Wie es aussieht. Interessiert uns aber anscheinend nicht. So, wir müssen nämlich hier runter. So, und hier ist gemütlich. Auch nicht. So, eher weniger. Aber gegen wen oder was muss ich denn jetzt kämpfen? So, gegen wen? Gegen den Soldaten müssen wir jetzt kämpfen. Ach du Scheiße. Gegen den Soldaten. Das wird jetzt, das ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Na dann geht's jetzt auf zu dem Soldaten, würde ich sagen. Eliminieren Sie den Panzerfaust-Sadisten. Ach, das ist der. Oh nein. So, wo kommt er jetzt? Panzerfaust. Alter, Alter. Alter, ist der schön. Sein. Ja,
Alter! Der Typ war jetzt aber auch gerade wieder. Leco mio am Arsch. Der war heftiger Shit. Das ist die große Frage, war es jetzt der letzte? Oder kommt da noch einer? Ich bin eine Mobius, sagte er. Es war noch nicht der letzte. Ah, Psychiatrie dürfen wir erzählen. Ah, da muss ich hin. Okay. Könnte ich übersehen. Gar nicht mitbekommen, wo ich hin muss. Ich habe gar nicht gesehen, dass da überhaupt eine Akte war. Okay, und auf geht's. Wir machen den, eliminieren den Amalgam. Was? Amalgam Alpha? Er ist in der. Nein! Bitte nicht. Das war mein Horrorgegner in dem Hauptgame. Alter, okay, du hast sehr viel Damage. Okay, ich mach mir selber Damage. Aua! Aua! Gibt's hier noch sowas wie Heilung zum Beispiel? Irgendwo? So ein kleines Medikit? Da hinten ist Medikit! Würde ich mich zumindest erstmal freuen. Nein. Komm mal her hier. Komm mal her. Okay, das war nicht so clever. Aua. Yes. Yes. Boys and girls. Yes. Haben wir den Boy gekillt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also würde ich sagen, es war gar nicht so schlecht. Einzige, was mir jetzt gerade so ein bisschen noch Bauchschmerzen bereitet, ist, dass ich halt nicht mehr so viel Leben habe. War ich das jetzt oder war das? Ich bin doch der Kopf. Also, der mit dem Safe, oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Also anscheinend nicht nur. Anscheinend gibt es von mir noch mehrere. Selbstvernichtung. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen wird dieses der letzte Test sein. Ah. Eliminieren Sie den schwarzen Wächter. Der ist wo? Schwarzer Wächter! Das ist der Schwarze Wächter. Okay. Kann ich noch nicht viel machen? Das war jetzt nicht so clever. Thank you.
Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich lieg in der Kiste, der Kiste, der Kiste, da bist du. Komm. Zweite Mal? Und das dritte Mal kriegst du jetzt nämlich auch richtig aufs Fräsbrät. Mein Freund. Fräsbrät, sag ich dazu nur. Ja? Ja. Und ja. Ja, ja. Easy. Gehen wir mal auf die Suche nach dir. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du nicht hier? Warst du nicht hier? Oder warst du hier? Warst du auch nicht. Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich brauche dich, ich vermisse dich. So, wo ist dein scheiß Kopf? Wo ist denn jetzt der Kopf? Da ist der Kopf. Den Kopf her. Spaß damit. Lachu Machu. Ich mach's richtig kaputt. Ja, wir machen uns damit auch kaputt. Exa kaputt. Haben wir damit aber wenigstens unsere Tochter befreit. Das ist ja eigentlich unser Hauptziel. Abschließender Forschungsbericht. Abschließender Forschungsbericht, erfolgreiches Verlassen des STEM. Den Missionsdirektiven folgend hat das Vater-Subjekt alle Testsubjekte bis auf das Mädchen eliminiert und dadurch die Erinnerung des Mädchens wiederhergestellt. Es war somit das einzige im STEM verbliebene Lebewesen, wodurch es ihm möglich war, sein Bewusstsein zurückzuerlangen und dem STEM zu verlassen. Im Fall Ruvik ist die vorherrschende Theorie, dass er den STEM durch Eindringen in den Körper des Subjekts Whiters verlassen hat. Die Ergebnisse des Experiments bedeuten einen großen Fortschritt für das Verständnis der Dynamik des STEM. Für die Zukunft empfehlen wir, das Mädchen in unsere Orbit zu belassen, damit die Integrität ihrer Erinnerung bestimmt werden kann. Der Tod ihres Vaters im STEM wurde bestätigt, obgleich der Hirntod des Subjekts nicht eingetreten ist. Damit ist Fall 8247-BX abgeschlossen. Ein vollständiger Bericht wird folgen. Ja, das war The Evil Within, The Executioner. Damit haben wir das komplette DLC-Paket von The Evil Within einmal komplett durchgespielt. Ich hoffe, ihr hattet damit ganz viel Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und ich verabschiede mich und sag bis dann. Ciao.